Fachstelle Lärmschutz Burico Grüezi. Sie haben aber eine wunderbare Stimme mit schönen Bässen und kristallklaren Höhen. Also, was für ein Geräusch stört Sie genau? Ist da mehr ein Oder sonst gehen Sie doch mit dem Hörer mal etwas näher als Geräusch an, dann höre ich es besser. Ja? Nicht so leicht! Schlechte Klangqualität ist bei Headsets leider keine Ausnahme. Das zeigt ein Test von Kassensturz im Münchner Labor Müller BBM mit 10 der meistverkauften Computer-Headsets. Testkriterium Klangbewertung. Mit jedem Headset untersuchen 3 erfahrene Klangtester, wie gut die Kopfhörer klingen. Sie hören sich durch verschiedene Musikrichtungen und prüfen die Verständlichkeit von Sprache. Ideal für Sprache, ein klarer Klang, breitbandig mit allen hörbaren Frequenzen. Einige Headsets im Test klingen allerdings eher schmalbandig, begrenzt und dumpf. Für längere Videokonferenzen oder Telefonate ist es weniger anstrengend, wenn die Sprache natürlich und breitbandig klingt, quasi wie wenn die Person neben mir stehen würde. Testkriterium Tragekomfort. Er ist entscheidend bei langer Arbeit mit dem Headset. Dieses sollte angenehm an Kopf und Ohr sitzen, sich gut anpassen lassen und nicht verrutschen. Allerdings sind nicht alle Modelle nach 30 Minuten immer noch bequem. Die schlechteren Headsets sitzen entweder zu locker auf dem Kopf, das heißt, sie verrutschen bei Kopfbewegungen oder beim Anpassen von Mikrofonen. Man hat das Gefühl, sie sitzen nie optimal am Kopf. Oder das Material der Hörmuscheln kann kratzig werden, es wird warm am Ohr. Der Kopfhörer drückt nach längerem Tragen. Testkriterium Bedienkomfort. Hier unterscheiden sich die Headsets deutlich. Es reicht von einer kompletten Bedienung mit Verfügbarkeitsanzeige, Musiksteuerung, Anrufsteuerung bis hin zu Geräten, die gar keine Möglichkeit haben, was zu steuern. Unterschiedlich sind auch die Anschlussmöglichkeiten. Beim Kauf lohnt es sich, darauf zu achten, dass die Verbindung zum eigenen Computer passt oder der richtige Adapter mitgeliefert wird. In der praktischen Anwendung kommt es oft auf die kleinen Klangunterschiede an. Fachstelle Lärmschutz Burico im Homeoffice, grüezi. Ja, ganz ruhig. Was für ein Geräusch genau stört Sie? Ja, ist jetzt ein Pfff oder ein Pssst? Nein, das sind 2 komplett verschiedene Geräusche. Das eine schreibt man PFFF und das andere PSSSS. Von der Qualität des Mikrofons hängt ab, ob solche Zischlaute gut hörbar sind. Das ist entscheidend für die Verständlichkeit. Testkriterium Mikrofonklang. Anstrengend sind Geräte, die eher begrenzt klingen, wo hohe Frequenzen nicht so ausgeprägt sind und gerade Zischlaute F oder Sch nicht so gut unterscheidbar sind. Die Natur hat dem Menschen eine Zunge. Ein klassischer Testsatz mit verschiedenen heiklen Lauten. Im reflexionsarmen Raum spielt der Testkopf diesen ununterbrochen ab. Simon Gerke nimmt ihn mit allen 10 Headset-Mikrofonen auf. Die Natur hat dem Menschen eine Zunge. In der Akustikmessung vergleicht er mit einem Audio-Analyzer die Originalsprachaufnahme mit der Qualität der Aufnahme über das Mikrofon. Die Klangqualität jeder Aufnahme bewerten er und sein Testteam per Kopfhörer. Mit zugeschalteten Umgebungsgeräuschen prüft er, wie gut die Geräuschunterdrückung der Headsets Lärm filtert. Die Gesamtbewertung der Headsets. Ungenügend.
dieses Headset von EPOS Sennheiser online eingekauft. Das schlechteste im Test bei Trage- und Bedienkomfort. Das Mikrofon ist allerdings das zweitbeste im Test. Genügend. Das günstige Logitech H110. Ungenügend der Bedienkomfort. Auch günstig das Vivanco Retro Headset. Ungenügend der Klang des Kopfhörers. EPOS Sennheiser PC8 USB. Bei allen Kriterien genügend. Gesamtnote 4,3. Etwas besser, dieses teure Free Voice Space, ein kabelloses Headset. Ungenügend der Klang des Mikrofons. Dieses Microsoft Live-Chat-Modell, Bestnote im Test bei der Geräuschunterdrückung. Der Kopfhörer umschließt das Ohr. Teuer, Plantronics Poly, Abzüge beim Mikrofonklang, Bestnote für den Klang des Kopfhörers. Logitech H600 Wireless. Ungenügend der Mikrofonklang, dafür Bestnote im Test beim Tragekomfort. Gut das teuerste Headset im Test, Jabra Evolve 65 Stereo. Kopfhörer gut, Mikrofon nur genügend. 100 Franken günstiger der Testsieger, dieses Jabra Evolve 40. Kopfhörer genügend, Mikrofon gut, Tragekomfort sehr gut. Der Tipp zum Schluss von Herrn Burrico. Ich bin immer noch da, ja, ja. Nicht Buretta, Burrico. Burrico wie Esel, ja. Im Homeoffice, jawohl. Was? Was haben Sie gesagt? Können Sie ein bisschen lauter reden? Oh, jetzt haben wir die Baustelle. Moment, ich komme gerade wieder. Sind Sie noch da? Ja. Sie, wenn Sie sich vor Lärm schützen wollen, habe ich jetzt gerade ein super Ohr gefunden. Ja, da haben Sie garantiert Ruhe. Oh! Am schlechtesten abgeschnitten hat bei uns im Test das Gerät von einer bekannten Marke, nämlich Sennheiser. Das ist das hier, Sennheiser, das übrigens zurzeit neu, respektive wo neu EPOS heisst. EPOS wehrt sich gegen die Bewertung, die wir vorgenommen haben. Und sie sagen, das ungenügende Modell, das sei darum zustande gekommen, den Tragkomfort, den wir getestet haben, den haben wir mit zu wenig Probandinnen getestet. Darum sei das Kriterium so nicht ausreichend getestet worden. Es kommt dazu, dass wir ausgerechnet von Ihnen ein Gerät ohne Steuerung herausgelesen haben. Da können wir ergänzen, wir haben im Test ein EPOS-Gerät mit und eins ohne Steuerung getestet. Gleich wie wir das auch bei anderen Modellen gemacht haben.